Leute, wer ist der erfolgreichste Deutschrap-Act der letzten 5 Jahre? Oder doch einer von den beiden hier? Oder... Ja, die haben alle in den letzten 5 Jahren ein bisschen was gerissen. Aber Fun Fact, diese 2 Dudes aus Göttingen sind auf eine Art noch erfolgreicher. Das Ding ist, dass bei uns nebenan ist, wir halt gucken müssen, wie da jetzt auch bei denen die Bedürfnislage ist. Tim und Dave, aka The Crates. Wie es dazu kam, dass die Crates Songs für die komplette Deutschrap-A-List produziert haben, dass sie mehr goldene Schallplatten an der Wand haben als Dieter Bohlen und warum sie sowas wie die CEOs of Deutschrap sind. Das seht ihr jetzt. Und wenn ihr jede Woche ein Video vom CEO of Musiktrends sehen wollt, dann lasst doch gern ein Abo da, macht die Glocke an und macht es auch gleich auf TikTok. Ich würde mich auch nochmal freuen. Raff Camora, UFO361, Capital Bra. Die Crates haben schon mit mehr Rappern gearbeitet, als ich schwarze Shirts im Schrank hab. Rin, Bushido, Contra K, Sierra Kid, Disaster, 102 Boys. Ich habe euch gefragt, welchen Crates Feature Gast ihr am besten findet. Und den Song habe ich tatsächlich fast vergessen. Der ist aber richtig geil. Wenn Gott Zeugnisse verteilen würde, der bekäme eine 1 mit Stern. Ich glaube nicht, dass Gott Zeugnisse verteilt. Nach dem Tod wacht man auf und hat alles so geträumt. Die Crates haben Songs und Alben produziert, die nicht nur krank erfolgreich waren, sondern auch sowas wie moderne Klassiker geworden sind. Baby, gib mir mehr von deiner Fake Love. Und ich rede nicht von diesem scheiß Drake-Song. Und obwohl wir alle diese Songs kennen, hat man, finde ich, über die Crates nie genug geredet eigentlich. Deshalb erstmal, wer sind die beiden überhaupt? Tim und Dave kennen sich schon seit ihrer Schulzeit in, ja klar, Göttingen, Niedersachsen. Irgendwann fangen sie an, zusammen Beats zu machen. Die wichtigsten musikalischen Einflüsse kamen damals aus den USA. Also ich persönlich habe quasi eigentlich gar kein Deutschrap gehört. Also klar, man kannte irgendwie so die Namen und ich hatte irgendwie auch hier und da mir vielleicht irgendwie mal ein Bushido-Album gekauft mit 12 oder 13. Aber eigentlich, der Name The Crates kommt ja sogar eher so von diesem Digging in the Crates, von Schallplatten und so weiter. Also eigentlich sogar unser Ursprung noch ein bisschen weiter hinten mit irgendwie Sample Beats und Boom Bap Sachen irgendwie in die Richtung von irgendwie Ninth Wonder oder Madlib oder sowas in die Richtung sogar, ja. Ihre Beats laden die Crates erstmal einfach auf blöd im Internet hoch. Erst bei MySpace und dann bei Beatportalen wie zum Beispiel Beatstars und dem frühen Soundcloud. Mitte der 2010er Jahre haben sie damit erste Erfolge und arbeiten mit Leuten wie Alias und Credibil zusammen. Baby Osama so. 2017 entsteht über Soundcloud der Kontakt zu dem österreichischen Rapper Yoshimitsu, der dann seinen Kollegen Raff Camora ins Spiel bringt. Kapi, Contra, Bowser, Raff, die 187er, so haben wir da einfach alle kennengelernt. Yoshi war immer so, hey, das sind meine neuen Produzenten, habt ihr mal Bock mit den Sessions zu machen? Eigentlich hat sich das so alles entwickelt. Und ich glaube, innerhalb von paar Monaten die ganzen Jungs einfach kennengelernt. Das muss man sich mal vorstellen. Tim und Dave haben bis dahin jahrelang aus ihren Schlafzimmern in Göttingen im Internet Beats vertickt, kommen nach Berlin und lernen dort zufällig die Acts kennen, mit denen sie danach Deutschrap und die Charts, naja, hops nehmen. Wild. Wir hatten wirklich auf unserer Festplatte bestimmt 2000 Beats. Und das war halt dann so, okay, egal welcher Künstler kam, man konnte ihm mal 200 Beats zeigen, so, die, wo man schon dachte, okay, das kann in die Richtung gehen. Da hat man das halt auch oft, also zum Beispiel der Beat von Capital Bra, nur noch Gucci, war halt auch einfach ein Beat, den wir hatten auf der Festplatte einfach. Berlin City, Abiat, stabil wie meine Makarov aus Stalingrad. Tracks wie Nur noch Gucci, Berlin lebt, Was du Liebe nennst, gehen durch alle Decken. Und ab 2017 regnet es, auch für die Crates, Gold und Platin in Strömen. Allein 2018 hatten sie in nur einer Release-Woche 17 Songs gleichzeitig in den Top 100 Single-Charts. Sorry, aber das ist einfach insane. Spätestens hier wird's schwierig, bei den Crates und ihren Features den Überblick zu behalten. Ihr habt ja in den letzten Jahren übelst viel gehustelt. Eure Feature-Liste ist wirklich extrem lang. Habt ihr denn selber eigentlich so eine Up-to-Date-Liste, wo alle Leute drauf sind, mit denen ihr schon mal zusammengearbeitet habt?
Also, um ehrlich zu sein, hier heißt Spotify. Wir haben eine Playlist, wo wir immer alle Songs reinpacken, die halt irgendwie releasen, irgendwie halt in dem Zeitraum. Und da kann man sich dann halt irgendwie mal durchklicken oder halt einfach auf die eigene Wikipedia-Seite gehen und da mal schauen. Fakt ist aber, dass die beiden in den letzten Jahren mit ihren Produktionen nicht nur absurde Streamingzahlen hatten. Sie haben auch die Soundästhetik von ganz Deutschrap mitgeprägt. Und das meiner Meinung nach auf eine unaufgeregte, ego-befreite Art. Die Crates können sich komplett auf die Leute einlassen, mit denen sie gerade arbeiten. Deswegen ist es auch so schwer, ihren Signature-Sound zu beschreiben. Also wenn ich jetzt in einem Satz sagen müsste, dann ist es, glaube ich, schon melodischer Street-Rap. Es kommt natürlich darauf an, woher die Leute uns kennen. Wenn die Leute uns von UFO kennen, würden sie wahrscheinlich sagen, unser Signature-Sound ist Trap. Und wenn sie uns von Raff kennen, würden sie sagen, unser Signature-Sound ist Dancehall. So ganz genau kann man es, glaube ich, einfach nicht sagen. Im Sommer Skifahren, Mastercard und Visa. Bleib bei deiner Linie und gib Gas im Schnee. Und eben weil die Crates musikalisch so vielseitig und wandelbar sind, sind sie auch so erfolgreich. Am Anfang ihrer Karriere zum Beispiel haben sie wie ihre Boom-Bap-Vorbilder noch im Plattenkisten rumgewühlt. Später haben sie mit UFO 361 eine Art Luxus-Trap gemacht. Wenn du einen Job brauchst, wenn du willst, sei mein Fahrer. Jeden Abend im Nobu. Ich verliere nicht meinen Fokus, nein. Bleib clean und das Cash kommt rein. Und mit Palm aus Plastik 2 und 3 haben sie diese Mischung aus Trap, Dancehall und Autoscooter-Mucke perfektioniert. Der Bauer ist top, außerdem haben sie mit Nonstop aus 2020 und vor kurzem mit Nonstop Next Gen zwei eigene Alben veröffentlicht. Auf den Alben sind Leute wie Oleg Sesh, Tarek KZ, Sierra Kid und die 102 Boys drauf. Aber auch ein Lea See-Feature. Warum? Weil sie es können und weil es funktioniert. Sie sagt, weck mich nicht auf, nein. Sie will, dass es mit uns beiden nur ein Traum bleibt. Fun Fact, die Crates hätten 2017 auch alles auf die Ami-Rap-Karte setzen können. Sie hatten damals Kontakt zum Management von Super-Producern wie Boy Wonder und dem Schweizer OZ und auch Songwriting-Credits für US-Rapper Kevin Gates und Joyner Lucas. I'm tired of this systematic racism bullshit. All you do is false shit. This the shit that I'm false with. In diese Richtung hätten Tim und Dave safe weitergehen können. Aber stattdessen haben sie gesagt, nee, komm, wir ziehen nach Berlin und wir machen dieses Deutschrap-Ding. Hat geklappt. Sie haben Capital Bra dabei geholfen, den Sprung von Rap an Mittwoch zu dem Superstar zu machen, der mit ihm hier zusammen Songs macht. Apropos Bohlen, die Crates haben in Deutschland mehr Tonträger verkauft als der Dieter. Gibt's eine höhere musikalische Auszeichnung? Ich glaube nicht. Mittlerweile haben Tim und Dave einen eigenen Musikverlag gegründet und ein eigenes Studio gebaut. Macht für mich Sinn. Die Crates hatten schon immer einen Sinn für die Businessseite von Musik und haben früh gecheckt, dass auch ProducerInnen zu Brands werden können. Und ist ja auch genau so passiert. Bei uns hat sich das ja auch irgendwie ein bisschen selber so verselbstständigt, einfach dadurch, dass man dann irgendwie überall in den Stories aufgetaucht ist und so, dann hat man einmal geblinzelt und nach ein, zwei Jahren hatte man plötzlich irgendwie 100.000 Follower bei Instagram so. Ja. Und das läuft einfach anders ein bisschen als damals. So, ne? Einfach dadurch, durch Social Media und so weiter, hat das einen ganz anderen Faktor, den man damals gar nicht mit einberechnen konnte. Aber man sieht ja auch jetzt auch an Mix und der Cloud, die haben das ja auch sehr krass auf die Beine gestellt. Also die haben ja auch dieses Jahr irgendwie beinahe die beiden größten Deutschrap-Hits irgendwie kamen aus ihrer Hand. Den Vergleich mit Mixo und McCloud finde ich interessant. Denn neben den beiden wirken die Crates auf mich irgendwie weniger greifbar, weniger zeitgeistig, auf eine positive Art unsichtbarer. Eben weil sie schon so lange dabei sind, weil sie mit so vielen unterschiedlichen Artists zusammenarbeiten und weil ihr Social-Media-Output eher überschaubar ist. Die Crates sind für mich in ihrer CEO-Ära angekommen. Eine eigene Firma aufbauen und ihr Wissen weitergeben. Es gibt natürlich immer so Phasen, wo man sich denkt, boah, ich würde eigentlich gerne ein bisschen weniger machen. Aber ich merke alleine, wenn ich 2 Wochen mal irgendwie im Urlaub war, so dann juckt es einen doch wieder in den Fingern. Und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, was ich den ganzen Tag sonst machen würde, wenn ich nicht im Studio wäre. Was meint denn ihr? Welchen Newcomer aus dem Producing-Bereich feiert ihr? Über wen sollte ich dringend ein Video machen? Schreibt's mir in die Kommentare. Ein junger Producer, der auch schon mit den Crates zusammengearbeitet hat, ist Florida Juicy aus Bremen. Mein Video über ihn findet ihr hier. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao und wir sehen uns
nächste Woche wieder.